Moin moin Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute habe ich mir gedacht, ich bringe euch mal ein paar Befehle mit. Befehle klingt erstmal langweilig. Nein, es geht um Griefer Games Befehle, die man kennen sollte, aber viele eben nicht kennen. Und wir steigern uns da in der Reihenfolge ein wenig. Und zwar möchte ich anfangen mit dem / Profilbefehl. Und wenn wir jetzt mal schauen, / Profil, nehmen wir mal als Beispiel Killer Tattoo, der ist gerade online, dann können wir hier bei ihm einige Dinge sehen. Ja, zum Beispiel können wir hier sehen, sein Hauptserver ist CB16, also das ist sein Heimat-CB, das hat er selbst eingetragen. Sein Kontostand und sein Bankguthaben würden wir sehen, wenn er das freigegeben hätte. Das kann man nämlich als Einstellen, was andere im eigenen Profil sehen. Dann haben wir hier seine Orb-Statistiken, da können wir genau gucken gehen, ob er zum Beispiel schon mal einen Spawner weggebracht hat. Nein, er hat noch keinen weggebracht, aber er hat zum Beispiel schon 78 Trichter oder, wow, 7509 Endstein abgegeben. Also ordentlich, ordentlich. So, wenn wir das nicht wissen wollen, dann geht das Ganze weiter. Und zwar, Sekunde, ich muss nochmal neu reingehen, können wir hier Server-Info, also wenn er das freigegeben hätte, würden wir sehen, wo spielt er gerade, auf welchem City-Build. Ist er auf Evil, ist er auf 22, 23, 23? Warten wir mal ab. Oder auf einem der anderen Server. Und das ist ganz cool, wenn man jemanden sucht. Also wenn ihr zum Beispiel auf der Suche nach mir seid und ich habe diese Information freigegeben, egal wo ihr seid, gebt einfach / Profil, schaut hier, auf welchem Server ich gerade bin, dann könnt ihr darüber flitzen und mit ein bisschen Glück bin ich dann noch da und ihr könnt mich anschreiben. Dann haben wir hier die zuletzt Online-Info. Killer Tattoo ist online, das sieht man hier, ansonsten würde hier stehen, dass er offline ist, auch sehr, sehr praktisch. Hier seine Spielzeit, die hat er nicht freigegeben, das sieht man an den Spielstunden der Person und hier den aktuellen Freundesstatus. Hier könnt ihr ihn auch als Freund hinzufügen, hier steht natürlich jetzt, diese Person ist ein Freund von dir, weil wir schon befreundet sind. Ansonsten, wenn man da draufklickt, stellt man eine Freundschaftsanfrage automatisch. Also eine sehr, sehr coole Sache und letztlich hier kann man noch sehen, welchen Rang hat er eigentlich und zu welchem Clan gehört er. Ja, so, also wirklich eine Menge Infos. Übrigens auch, wenn man hier teilweise draufklickt, habt ihr gesehen, bei der Orb-Statistik kriegt man noch tiefergehende Infos. Eine ähnlich gute Funktion, nicht ganz so auskunftsreich, ist / Scene. Und um euch die zu zeigen, gehen wir mal kurz ein Stück hier rüber. Denn ich habe zum Beispiel hier ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel. Hier drüben ist ein Vierer-Merch. Ein Vierer-Merch, das mir ein bisschen im Weg ist. Und wenn ich das haben möchte und der Spieler ist nie online, dann kann ich schon mal schauen, / Scene. Und dann gucke ich, in dem Fall gehört das Plot, Moment, müssen wir kurz nachschauen. XX Punisher 0815 XX, also mache ich jetzt einfach / Scene XX Punisher 0815 XX, Enter. Und jetzt sehe ich, dass er zum letzten Mal auf dem Netzwerk gesehen wurde, am 22.12.2019 um 13.27 Uhr und 2 Sekunden. Das heißt, im Grunde ist er jetzt schon fast 2 Jahre nicht mehr online. Und meine Chance, mit ihm zu sprechen, um dieses Grundstück abzunehmen, ist ziemlich gering. Aber wenn ich jetzt natürlich eine Admin-Mail schreibe, beziehungsweise ins Forum gehe oder einen Support-Antrag stelle oder, habe ich natürlich die Möglichkeit, gleich reinzuschreiben, dass der Spieler schon fast 2 Jahre lang nicht mehr online war, vermutlich hoch inaktiv ist und dann habe ich vielleicht bessere Chancen, dieses Plot übertragen zu bekommen, beziehungsweise gelöscht zu bekommen, damit ich mir die Plots claimen kann. Vielleicht kennt ihr das, ihr werdet permanent mit verschiedenen MSGs angeschrieben, ihr werdet TPA'd, obwohl ihr es gar nicht wollt, also ihr kriegt eine TPA-Anfrage und nehmt sie einfach zu schnell an und merkt dann, wenn es zu spät ist, dass ihr eigentlich gar nicht jemanden zu euch TPA't, sondern dass ihr euch zu jemandem TPA't habt. Und auch ich wurde auf diesem Weg im Livestream schon gescammt. Ja, jemand hat im Stream gesehen, was ich im Inventar habe. Er hat ein TPA geschickt. Ich dachte, jemand will zu mir kommen. Ich gucke nicht richtig hin, mache TPA Accept. Bin bei ihm. Ich werde mit dem Schwert kaputtgeschlagen und bin einfach ja, hinüber. Und es wird auch manchmal anstrengend, wenn 10 Leute gleichzeitig MSGs schicken. Und dann kann man einfach mal Folgendes tun. Man kann eingeben / MSG Toggle. Und jetzt seht ihr es hier. Das Empfangen von Nachrichten ist disabled und man kann auch / tp-toggle eingeben. Und jetzt kann mir keiner mehr eine Teleportierungsanfrage stellen. Und das gleiche macht ihr auch rückgängig mit tp-toggle, jetzt steht da wieder aktiviert, und mit msg-toggle. Und jetzt ist auch das persönliche Nachrichtenschreiben wie möglich. Also ein sehr nützlicher Befehl. Da gehört aber noch ein wichtiger dazu. Und zwar, ihr kennt diese ganzen Werbespam-Accounts, die hier immer reinschreiben, komm auf den Server XY, du kriegst eine 20 € Paysafe-Karte oder kannst du mir da und da helfen oder komm auf Abkes neue Server und was nicht alles. Die Dinger nerven einfach wie Sau. Oder ein Scammer oder Spammer, der die ganze Zeit den Chat voll labert mit irgendeinem Schrott. Wenn euch das auf die Nerven geht, dann gibt es nichts Besseres, was ihr tun könnt, als einfach / ignore eingeben und hinten dran den Namen. Und ab dem Moment habt ihr Ruhe. Er kann euch keine Nachrichten mehr persönlich schicken. Es erscheinen seine Nachrichten für dich sichtbar, nicht mehr im Main-Chat. Das heißt, einfach Ruhe. Ja, das Ganze kann man auch wieder aufheben. Aber erstmal ist es ganz sinnvoll, dann einfach diese Spam-Accounts oder diese Scammer-Accounts einfach auf Ignore setzen. Seid ihr auf der sicheren Seite, euch passiert nichts mehr. Sie können euch auch nicht mehr anschreiben.
alles safe und gut. Also slash ignore auf jeden Fall merken und einprägen. Ganz, ganz wichtig. Ihr habt hier vielleicht versehentlich eine Barriere gesetzt. Ja? Oder ihr habt hier versehentlich Grundstein gesetzt. Und der ist euch im Weg. Ja? Ihr habt ihn wirklich versehentlich gesetzt. Oder ihr habt ein Grundstück gekauft, wo er einfach an einer unmöglichen Stelle steht. Dann könntet ihr jetzt hingehen, slash break block eingeben. So, jetzt muss ich aufpassen. Ihr seht im Chat, bitte klicke einen Block an, um ihn zu zerstören. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil das wäre gefährlich. Entsprechend dann einen Block anklicken. Den darf ich jetzt anklicken, weil der gehört mir nicht, da passiert nichts. Aber Blöcke, die eigentlich nicht löschbar sind, das ist unter anderem eben Endstone oder Spawner oder Barrieren, die könnt ihr damit einfach entfernen und dann ist Ruhe. Allerdings muss ich dazu sagen, Ebene 0 bis 3 funktioniert das Ganze nicht. Also ihr könnt euch jetzt nicht auf eurem Plotboden einfach mal unten rausbuddeln mit Breakblock. Also auf den Ebenen 0 bis 3 funktioniert der Befehl nicht. Ganz wichtig zu wissen. Hopp, da gehen wir mal in mein Lager. Denn ich bin sicher, jeder von euch hat früher oder später schon mal versehentlich einen Partikeleffekt gesetzt. Und zum Beispiel dieser hier. Total nutzlos und sinnlos. Dann stellt ihr euch einfach rein in den Partikeleffekt und dann gebt ihr ein slash delete Particle, also auf Englisch Particle, so. Enter, jetzt sagt er hier, guck mal, hier ist ein Dreifachhelix, willst du den löschen, dann klicke ich den einfach an oder schreibe rein slash delete Particle, Leerzeichen 1, drück wieder Enter und jetzt mache ich nur noch slash delete Particle confirm, damit man auch wirklich ganz sicher ist und ihr seht, er löst sich auf und verschwindet. Aber Achtung, sowohl bei Breakblock als auch bei Delete Particle ist es so, dass ihr das Item nicht wieder gut geschrieben bekommt. Ihr verliert also diesen Partikeleffekt oder auch den Spawner oder auch das Endstone. Also bitte mit Bedacht umgehen mit diesen Befehlen, denn ihr bekommt nichts erstattet. Wenn ihr noch mehr von diesen Dingen haben wollt, mit witzigen Informationen, mit spannenden Informationen oder auch einfach mal ein Spaßvideo zwischendurch, dann abonniert doch den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Lasst ein Däumchen nach oben da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Rouge83. Ciao!